Zombie Apocalypse. Moin, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Wir wurden gerade eben alarmiert, das kam genau jetzt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, rein zu einem BMA im Rathaus. Ich weiß nicht, was da genau los ist, ob da irgendwas gebaut wird oder ob da irgendwie ein technischer Fehler vorliegt. Ich weiß es bisher nicht. Wir werden jetzt erstmal ausrücken, wir gucken uns das an. Das ist das Hauptgebäude, was wirklich die Stadt Waldstätten präsentiert, und da wird eigentlich am meisten abgewickelt, ne? Also wenn neue Bewohner hierher ziehen, wenn irgendwie Fragen sind, das ist wirklich das wichtigste Gebäude neben der Feuerwehr. Deshalb sind wir jetzt gefragt. Wir rücken aus, wir gucken uns das mal direkt an. Also ich gehe mal davon aus, dass es halt wirklich ein technischer Fehler sein wird. Und dann werden wir ja weitersehen, was wir als nächstes machen werden, ne? Ich wünsche euch erstmal viel, viel Spaß mit dem neuen Einsatzvideo. Ich hoffe, ihr habt wieder richtig Bock auf ein neues Video. Gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. So, die ersten Kollegen sind vollzählig im AT drin. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir erstmal rüber und, naja, wir müssen erstmal gucken, ne, was da jetzt genau vor Ort los ist, was passiert. Ich hoffe, alle Leute sind raus. Uns wurde schon gesagt, die BMA läuft im Dauerbetrieb. Die hat sich wirklich ausgelöst, warum auch immer. So, dann schauen wir mal. So, die ersten Kollegen sind vor Ort. Ich höre noch gar nichts. Doch, also jetzt hört man es doch. So, die Männers, die rüsten sich erstmal aus. Und ich kann gleich mal in der Zwischenzeit die nächsten Fahrzeuge holen, ne? Damit ich jetzt nicht blöd rumstehe. Holen wir uns jetzt erstmal die nächsten Einsatzfahrzeuge und dann gucken wir mal genau, was jetzt da abgeht. Also, das sieht bisher wirklich nach einem technischen Fehler aus. Würde man meinen jetzt, ne? Also, der Gruppi aus dem HLF macht erstmal eine Lagererkundung und dann sehen wir weiter, was wir machen können, ne? Denn eigentlich ist die Ausstattung vom Rathaus auf den aktuellsten Stand. Also sowas dürfte eigentlich normalerweise nicht passieren. Also so ein technischer Fehler, ne? Aber man muss natürlich auch davon ausgehen, dass es ein scharfer, richtiger Einsatz ist, ne? Also dass wirklich irgendwas jetzt vor Ort passiert oder passiert ist. Also da müssen wir trotzdem nachgucken. Ist aber irgendwie merkwürdig. Irgendwie ist komisch, ne? So, unser alter ELW ist jetzt am Einsatzort. Warum schon wieder alter? Ne? Habt ihr bestimmt gerade gesehen, oder? Habt ihr das Auto gesehen gerade? Guck mal. Das hat man gerade ganz kurz da hinten stehen sehen. Da ist der neue ELW. Der kommt ja bald hier in die Wache. Ja, dann wird der alte ELW ausrangiert und dann bekommen wir einen MTW und dann bekommen wir einen neuen ELW. Das ist cool, oder? Was meint ihr, Leute? Gerne mal schreiben. So, nächstes Fahrzeug TLF. Also es gibt bisher immer noch keine Infos. Ach, guck mal hier, Bambis. Die sind wieder flott unterwegs heute. Immer mitten auf der Straße. Ey. Dass hier noch nicht was passiert ist, das grenzt auch nur an Wunder. Also so viele Tiere, wie hier rumlaufen, das ist schon ganz schön krass in letzter Zeit. So, das nächste Fahrzeug, das TLF, der BF von Waldstätten, ist jetzt am Rathaus. Das ist, also, wie sagt man dazu? Also der Einsatzleiter und der Gruppenführer
mit dem ersteintreffenden Fahrzeug, mit dem HLF, haben die Lage erstmal erkundet. Sie suchen gerade nach dem Fehler. Also es ist ja noch nicht augenscheinlich zu sehen, dass irgendwas brennt, irgendwas qualmt, was auch immer diese Anlage ausgelöst hat. Jetzt wird gerade geprüft, wo genau das herkommt und wie das jetzt ausgelöst wurde. Jetzt wird gerade ein Verantwortlicher gesucht, der sich damit auskennt. Ich glaube, ein Hausmeister, ein Techniker ist jetzt gerade im Haus. Der Rest wurde evakuiert. Die sind hinter dem Gebäude quasi und haben sich erstmal in Sicherheit gebracht. Ne? Wenn die BMA ausgelöst wird, müssen natürlich die Leute aus Sicherheitsgründen das Gebäude ganz schnell verlassen. Natürlich sicher verlassen, dass auch nichts weiter passiert. So, und trotzdem ist es merkwürdig. Also es wird angezeigt genau, welcher Rauchmelder jetzt ausgelöst hat. Aber irgendwie liegt da ein Fehler vor. Ich gucke mir das gleich mal genau an, was die jetzt da meinen. So. Dann rückt auf jeden Fall als nächstes die DLK aus. Die ist ja auch neu. Ne? Die alte wurde ausrangiert und die kam jetzt dazu. Ne? Das große Schiff hier. So eine riesengroße DLK. Ja, die darf auf jeden Fall nicht fehlen. Ach ja je. Was? Okay, Leute. Wir fahren mal kurz hin. Ich erkläre euch gleich mal, was passiert ist. Was? Was? Wir sollen... Was? Ja, alles klar, gut, ist verstanden. Wir sollen alle erstmal das Gebiet meinen. Wir sollen alle zurückziehen. Okay. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Alle Autos sollen weiträumig nach hinten fahren. Wir stehen anscheinend zu dicht am Gebäude. Also es wurde jetzt gefunden, was genau passiert ist. Das glaubt ihr mir nie im Leben, Leute. Wie um Himmels Willen geht das? So, wir bringen uns jetzt erstmal hier in Sicherheit. Wir müssen aus dem Gefahrenbereich raus. Die Polizei ist natürlich auch alarmiert. Die sind gleich alle hier vor Ort. Ich platziere mich dann erstmal hier an der Seite, würde ich sagen, ne? So. Dann noch schnell das HLF wegholen hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn sowas möglich sein? Also unbemerkt, muss man dazu sagen. So, jetzt müssen auf jeden Fall ganz, ganz schnell die Bewohner und natürlich die Geschäfte, alles, was hier auf der Seite ist und auf der anderen, evakuiert werden. Die müssen sofort raus aus ihren Gebäuden. Denn wir haben, haltet euch fest, eine Bombe gefunden. Anscheinend sind irgendwo oben auf dem Gebäude. Also das haben die Kollegen jetzt ja auch nicht richtig rausbekommen. Bauarbeiten und anscheinend wurde ein Rauchmelder ausgelöst durch Arbeiten. Die Brandmeldeanlage wurde nicht ausgeschalten und dabei hat ein Mitarbeiter vom Rathaus zufällig gesehen, dass er ein bombenförmiges Objekt gesehen hat. Das hat wirklich nichts mit den Bauarbeiten zu tun und deshalb sind die auch sofort alle aus dem Gebäude raus und das Schlimme dabei ist, niemand hat uns Bescheid gesagt. Also der Kollege ist der Erste gewesen, der aus dem Gebäude war. Und das ist wirklich das Krasse. Ne? Stellt mal vor, das wäre jetzt hier hochgegangen, das Ganze. Aber wir sind erstmal auf den aktuellsten Stand. Also von den Informationen her sicherlich. Ne? Aber das kann jetzt ganz schön interessant werden, denn mach mal das jetzt so schnell hier. Bring mal so schnell die ganzen Arbeiter raus. Die ganzen Bewohner, die in der Nähe vom Rathaus wohnen. Also das darf doch nicht wahr sein. So. Dann habe ich jetzt mal ein schönes Auto. Wartet. Nee, das nehmen wir doch nicht. Das ist ein Zivilwagen. Nee, wir nehmen mal irgendein Polauto, was auch gar nicht jetzt blöd aussieht, was tipptopp im Zustand ist. Was nehmen wir denn da? Ach, wir nehmen einfach den hier, ne? Den hatten wir schon lange nicht mehr. Zivil nehmen wir mal nicht. Wir nehmen wirklich mal richtig, genau, die Polizei. So, mit Blaulicht sicherlich.
nehmen wir den Balken am besten. Da holen wir jetzt erstmal ein paar Autos. Denn die brauchen wir auf jeden Fall jetzt hier vor Ort. Wir müssen die ganzen Straßen absichern. Es muss auf jeden Fall ein Kampf Mittelbeseitigungsräume an die Unfallstelle kommen. Zum Rathaus. Oh, das geht aber ab hier, das Auto. Krass. Der flitzt ja los. Und der muss auf jeden Fall die Bombe ausfindig machen. Wenn es überhaupt eine Bombe ist. Das wurde jetzt erstmal gesagt. Ne? Das heißt ja nichts. Es kann ja auch irgendwie eine Verwechslung sein oder ein Blindgänger oder Deko oder vielleicht eine Nachbildung. Vielleicht sah es vielleicht aus wie eine Bombe. Das weiß ja niemand. Es ist noch nicht so ganz offiziell, was da jetzt oben genau passiert. So, und das ist jetzt... Okay, ich glaube, das Horn ist kaputt. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig für alle. Denn niemand hat jetzt hier wirklich Ahnung, was man jetzt machen kann. Also auf jeden Fall warten wir jetzt erstmal auf den Bombenentschärfer der Polizei. Der steht, wie gesagt, da hinten schon in der Garage. Den holen wir gleich raus. Aber erstmal ist die Polizei dran. Wir müssen ganz fix die Straßen absichern. Wir müssen auf jeden Fall gesperrt sein. Hier darf keiner durchfahren. Da wäre die Gefahr viel zu groß. Also sollte es wirklich zu einer Detonation kommen, der Bombe, dann haben wir ein großes Problem, wenn da irgendwie Leute in der Nähe sind. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, Leute. So. Deshalb sperren wir jetzt ja auch großzügig ab, dass uns hier niemand irgendwie reinrennt oder reinläuft oder reinfährt, was auch immer. So, hier kommt halt eine große Kreuzung, da stellen wir uns am besten noch hin. Hier und ja, einfach so in der Mitte, so dass die Straße hier zu ist, dass hier keiner mehr durchkommt. Und dann müssen wir noch einmal auf die andere Seite fahren. Also ich bin gerade schon wieder zutiefst geschockt, was hier in Waldstätten eigentlich abgeht, dass hier ein Bombenalarm im Rathaus ausgelöst wird. Also wo sind wir denn hier? Ich sage ja immer wieder, das ist doch nicht Wassel hier. Also... Aber mittlerweile hält das eigentlich schon gut mit den Einsätzen. Ne? Also wenn man das mal so sieht oder gesehen hat, wenn ihr meine Videos im LS17 aufmerksam verfolgt habt, da kamen ja die unterschiedlichsten Einsätze bei raus, die verrücktesten Einsätze. Und langsam wird das gruselig in der Stadt hier. Also ich habe schon so irgendwie die Befürchtung, dass ich irgendwann mal wegziehen muss hier, weil das einfach zu krass wird. Naja, aber mal gucken, wie lange das noch dauert, bis das wirklich passiert. Aber jetzt erstmal hier die Straße absichern. Ne? Hier darf wirklich niemand weiter reinfahren. So, warte mal, ich bin richtig gewesen. Hier müssen wir wieder weg. Also da steht ein Auto, da steht ein Auto. Also müssen wir hier hinten noch eins platzieren, dass hier wirklich keiner durchfährt. Unerlaubt. So sieht's gut aus. Ne? Die Polizei sichert alles ab. Da wird erstmal so schnell keiner durchkommen. Was gebraucht wird, das gehört natürlich zu jedem Einsatz dazu, ist ein RTW. Die haben wir Gott sei Dank hier, die Rettungswache von Waldstätten. Die sind selbstverständlich mit alarmiert worden. Also man kann ja wirklich hier vom Schlimmsten ausgehen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, ob wirklich eine Bombe mal detoniert ist. Ich glaube nicht. Ne? Das war immer haarscharf. Es wurde immer gerade so entschärft. Aber... Der Bombenentschärfer, der ist wirklich ein Profi, ein Ultra-Profi. Der kennt sich damit aus und der wird das jetzt auch hier hinbekommen. Hoffe ich einfach mal. Also ansonsten haben wir ein ganz großes Problem. Dann ist ein Haus weniger und viele, viele Arbeitsplätze sicherlich. Okay, der erste RTW ist vor Ort. Die Lage ist ganz schön angespannt. Also man sieht das so ganz schön förmlich, wie die Leute einfach in die Luft schauen bzw. ins Leere schauen und gar nicht wissen, was abgeht. Das ist ja vollkommen nachvollziehbar hier. Also ich würde jetzt auch nicht gerade wissen, was man bei einer Bombe macht. Da kann man eigentlich bloß abwarten. Und wenn irgendwie was passiert, die Gefahren abwehren. Also mehr geht ja gar nicht. Was willst du groß machen? Du kannst die ja hier schlecht in der Hand nehmen und dann sagen, ich halte die mal kurz oder ich schmeiß die mal kurz in die Tonne. Das bringt nichts. Ne? Wenn das Ding einmal hochgeht, dann gibt es hier großen Schaden und dann ist wirklich Land unter hier.
So, aber Gott sei Dank gibt es ja die Retter, ne? Die Retter von Waldstätten, die freiwilligen Helfer, die berufstätigen Helfer, also alles ist ja gerade hier vor Ort. Die ganzen Rettungskräfte werden das hier auf jeden Fall verhindern, ne? Die sind ja so gut geschult, auch gegen Bombenalarm. Also, wer, wenn nicht die? Wer soll das sonst machen, ne? Ohne die geht's nicht, nach denen kommt nichts mehr. Also, was willst du denn noch machen? Aber dafür sind wir da und wie gesagt, der Bombenentschärfer rückt jetzt aus. Das ist eigentlich auch ein Premium-Paule-Auto mit dem Skin, mit dem passenden Skin drauf. Aber heute wird das Auto mal als Bombenentschärfer benutzt. Ist gar nicht mal so verkehrt. Das Auto passt eigentlich auch. Hat auch Geländereifen. Ist ein Geländeauto, also das passt richtig gut. Bomben findet man überall, meistens auf Feldern. Oder auf unebenen Oberflächen, also da ist das Auto doch praktisch. Da kannst du ordentlich mit durchheizen und kannst dann dein Equipment mitnehmen, was du brauchst. Und dafür ist das Auto ideal. So, wir sind jetzt erstmal hier am Rathaus eingetroffen und der Kollege wird das jetzt erstmal gleich genauer anschauen. Also der braucht jetzt erstmal eine Lage, eine aktuelle. Der muss wissen, wo genau das ist. Und dann wird er das irgendwie ausfindig machen. Ich bin gespannt, was jetzt hier gleich passieren wird. So. Machen wir mal gleich die Heckklappe auf. Die ganzen Rettungskräfte stehen jetzt hier vor dem Rathaus. Also Donnerwetter, ey. Meine Güte, ey. Nur Kopfschüttel angesagt gerade. Also gesagt wurde ja, dass Bauarbeiten oberhalb des Gebäudes in Gange sind. So, deshalb habe ich auch hier praktischerweise schon eine Drohne stehen. Wir werden jetzt einmal um das Rathaus kreisen, gucken uns das mal genau an, was jetzt genau gemeint ist, wo die Baustelle ist und dann werden wir da hoffentlich die Bombe ausfindig machen können, wenn es natürlich eine Bombe ist, weil das ist ja nicht offiziell, ne? Trotzdem wird jetzt erstmal geguckt, wo genau das unbekannte Objekt rumliegt. So, ich sehe jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts. Natürlich werden jetzt auch Luftaufnahmen gemacht, Bilder, Videos, alles wird übertragen an die Einsatzleitung, die vor Ort ist. Die haben auch natürlich Live-Bilder von der Drohne. Also auf dem Dach sieht alles ganz normal aus, alles schön grün, eine schöne große Terrasse, der Fluss daneben. Aber ich denke mal, das sind die Bauarbeiten. Da liegen irgendwie rohreartige Objekte. Ich bringe uns mal ein bisschen näher ran. Wir gucken uns das mal von vorne an. Also ich sehe da schon, also ungefähr in der Mitte. Das sticht auch so ein bisschen hervor. Sieht aus wie so ein oranges Rohr von oben. Das wird jetzt erstmal analysiert. So, die Luftaufnahmen sind jetzt erstmal im Kasten. Der Bombenentschärfer wird jetzt erstmal gleich entscheiden, was jetzt gemacht wird. Bin ich ja mal gespannt, was der jetzt gleich zu sagen hat. So, ich mach das mal ganz kurz ein bisschen schneller hier mit der Drohne. Dass wir mal ganz kurz hier runtergehen können. Also die hält das auch aus, ne? Also Leute, nicht nachmachen. Könnt ihr mal alles machen, aber nicht im echten Leben. Ich glaube, da wäre sie kaputt. So, ich muss mal ganz kurz dem Bombenentschärfer hier hinstellen, damit er auch wisst, dass ich hier gerade mit ihm rede. Das ist ja quasi, der steht hier hinten beim ELW. Der wertet gerade die Luftaufnahme aus. So, Herr Bombenentschärfer, haben Sie denn eine Info für uns? Ja. Okay. Gut. Ja, alles klar, gut. Also er meinte gerade, es handelt sich auf jeden Fall um eine Bombe. Er meint aber, er hat so das Gefühl, dass es eine Attrappe ist. So, das ist natürlich jetzt komisch. Also er sagt uns gleich Bescheid, der gibt uns gleich das Go, was wir jetzt machen können. Er guckt sich das alles nochmal genau an. Ja, und dann wird er entscheiden, was er machen wird. Sollen wir, ja? Okay, na, dann fahren wir vor. Alles klar.
Wir sollen erstmal mit der Drehleiter vorfahren, sollen alles aufstellen, wie ganz normal. Huch. Was ist denn nu? Ach so, okay. Ach, jetzt. Ich hatte anscheinend den falschen Gang drin, wie auch immer. Also, wir sollen uns ganz normal hinstellen. Er wird sich das genau von oben anschauen. Er wird aufs Dach gehen. Guckt sich die Bombe genau an und dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier gleich passieren wird. Also, ist es wirklich okay? Also er sagt jetzt gerade, es handelt sich wirklich um eine Attrappe, aber er will trotzdem sich das anschauen. Wir nehmen jetzt mal nicht offiziell das Treppenhaus, wir machen das jetzt noch ganz schnell mit der Leiter, gehen jetzt erstmal hoch und werden aufs Dach gehen mit der Drehleiter und bringen den Bombenentschärfer da erstmal runter. Der guckt sich das, wie gesagt, genau an. Er kann ja genau mit der Drehleiter noch rüberfahren. Das ist ja das Eigentliche, was wir jetzt damit erreichen wollen. So. Also, okay. Er meinte gerade, es ist wirklich eine Attrappe. Es ist keine echte Bombe. Wir können Entwarnung geben. Die Leute können wieder in ihre Gebäude in den nächsten Minuten. Jetzt frage ich mich bloß, wie das zustande gekommen ist. Dass da wirklich so eine Art Bombe, eine Attrappe, liegt auf dem Rathaus? War das geplant? Ich weiß es nicht. Also so einen großen Einsatz dann gab es schon lange nicht mehr vom Rathaus in Waldstätten mit den ganzen Rettungskräften hier vor Ort. Alter Schwede, also ich dachte, das fliegt uns in ein paar Minuten um die Ohren, aber da haben wir wirklich Schwein gehabt. Und bloß gut, dass wir so einen erfahrenen Bombenentschärfer haben von der Polizei. Ansonsten wüsste ich auch nicht, was man machen würde damit. Also er hat das schnell herausgefunden, hat das genau gesehen, er kennt sich damit ja auch aus, wie gesagt, und konnte rechtzeitig eine Entwarnung geben. Also passieren wird jetzt erstmal weiter nichts. Er wird die natürlich entsorgen, fachgerecht, und dann ist der Schrecken erstmal vorbei. Für die Bewohner, für den Bürgermeister, für die Menschen generell der Stadt von Waldstätten. Alter, jetzt können wir erstmal tief durchatmen. Also so eine Aufregung hat man ja schon lange nicht mehr. Also Hut ab an alle Rettungskräfte, an den Bombenentschärfer. Ich hoffe, lieber Zuschauer, dir hat das Video gefallen. Schreib mir das gerne mal unter dem Video in die Kommentare. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Wenn du Bock hast auf weitere Folgen in Waldstätten mit LS22 und der Feuerwehrmod natürlich, dann schreib mir das gerne mal dazu, ob du weiterhin Videos hier sehen möchtest oder nicht. Das würde mich mal sehr interessieren. Dann kann ich halt auch weiter planen und gerne auch Einsatzwünsche mit hinschreiben, wenn dir welche einfallen sollten. Ne? Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen richtig schönen Tag. Mach nicht mehr allzu doll. Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder, würde ich sagen. Ne? Machen wir das so? Klingt das nach einem Plan? Auf jeden Fall. So, mach's gut, lieber Zuschauer. Ich wünsche dir was. Bis dahin und ciao.